Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Road to Survival. Wir sind bei dem Event Alexandria noch dran, und zwar beim letzten Abschnitt von Akt 3. Da wollen wir doch jetzt mal reinschauen. Mal schauen. Wir hätten ihnen nie folgen sollen. Das Militär, die Stadt, das war der Plan. Mir geht langsam die Munition aus hier drüben. Die Stadt ist nicht sicher. Du hast es selbst gesehen. Wir können es schaffen. Folgt mir einfach. Wer bist du? Ich kann euch helfen. Nehmt meine Hilfe an und überlebt. Oder lasst es bleiben, was soll's. Die Holly, die kommt mit Abram zusammen. Dafür verlässt er die... Rosita. Jetzt müssen wir gerade schauen. Zombie-Kampf ist der hier. Kritische Chance um 12 verbessern. Okay. Hier müssen wir andere Sachen reintun. Und zwar nehmen wir einmal Gedärme mit. Das ist der letzte Abschnitt ist. Wo ist Critical? Wir brauchen auf jeden Fall die blutigen Hemden. Das kann mir manchmal den Arsch retten. Gedärme. Stickoxid, das war's, ne? Kritische Chance erhöhen. Okay, können wir 5 Leute Critical um 20 erhöhen. Da legen wir mal los. Wow. Jetzt geht's um die Wurz. Finale. 6 Wellen gegen Zombies. Und ich würde sagen, wir starten mit einmal Critical. Und los geht's. Sehr gut. Den bitte zuerst. Die anderen sind noch schön weit weg. Bam, bam, bam. Das war easy. Gut geklappt. Gut gewürfelt. Die Prozentchance. Okay, weiter geht's. Jetzt ist der Boost weg. Das macht nichts, das muss so klappen. Jetzt können wir nämlich im Eugene nochmal 15% erhöhen. Sehr gut. Das war der Einzige, der uns bisher treffen konnte. Deswegen dem zuerst. Ach, das klappt ja hervorragend. Ja, also viel einfacher als gegen Menschen. Man sieht schon, man rusht hier richtig durch. Was ist deine Fähigkeit? Verspreng sie. Aber die ist nicht so brüllend. Hätte ich normal drauf haben sollen. Ich glaube, ich brauche gar kein Zeug. Das klappt ja super. Nicht mal die 5 Sterne mich schon dabei. Hervorragend. Oh, ich freue mich. Das heißt, ich muss ganz viele Jäger jetzt herstellen, trainieren, damit ich die 4 Sterne mich schon bald machen kann. Das gefällt mir weniger, was hier gerade ist. Deswegen nehmen wir einmal ein Critical mit rein. Kannst du auch schon treffen? Ich glaube, sie ist noch zu weit weg, aber der und der trifft, ne? Okay, wir nehmen ein paar blutige Hemden. Ah, super. Hätte die oberen beiden nicht gebraucht, aber macht ja nichts, da kommen ja gerade neue nach.
Außerdem habe ich auch noch Salz dabei. Oh, was ich auch direkt brauchen werde. Fidelity. Aber das juckt mich gar nicht, dass ich das brauchen musste. Da ich noch zwei habe und es dauert hier sehr lange. Die Welle ist fast gepackt. Shit, hätte ich gewusst, dass das so easy wird, hätte ich das direkt im Anschluss gemacht vom letzten Video. Naja, gut. Dann wird das hier was kürzer. Aber ich kann euch noch zeigen, wie es so ein bisschen bei mir beim Stand aussieht, weil ich spiele eigentlich mit dem anderen Account das Let's Play. Habe ich den Grund eigentlich mal genannt? Das hat damit zu tun, dass ich die Texte und so nicht wiederholen kann. Das heißt, wenn ich nochmal ein altes Kapitel spiele, was ich schon hatte, dann kommen die ganzen Dialoge und so nicht mehr. Das ist total doof. Finde ich sehr schade. Weil sonst hätte ich mit dem nämlich weiter das Let's Play zeigen können. Aber dann wäre es auch ein bisschen langweilig. Das wäre doof. Dann wäre ich jetzt viel zu stark für die ersten Kapitel. Ja. Hallo? Vier Gegner? Vier Gegner? Gefällt mir nicht. Das wiederum gefällt mir sehr gut. Ach ne, echt jetzt? Mal gehen, ne Boost mal. Das sind die letzten. Wir werden euch ja wohl down kriegen. Drei Stück noch. Oh, was ist denn das hier für ein Frame-Einbruch? Das gefällt mir gar nicht. Totaler Frame-Absturz. Ja, Slow Motion. Keine Ahnung warum. Ah, ja, okay, ich habe gerade ein Problem. Oh, und warum? Weil ich das hier nicht richtig sehe, glaube ich. Sind fast alle tot. Ach du Schande. Könnt ihr bitte mal die hier töten? Wieso ist hier so ein Frame-Einbruch? Ist ja nicht auszuhalten. So, Victory. Strange. Ja, keine Ahnung, was das jetzt hier ist mit dem Frame-Einbruch. Das war knapp. Verdammt knapp. Geht's allen gut? Das wird es. Sind Sie das, Aaron? Jupp. Kommt, Hände schütteln können wir später. Jetzt solltet ihr erst einmal Douglas Monroe kennenlernen. Ja, das ist anders in den Comics auch. Also haben sie stark verändert, die Story, teilweise wie die Personen sich kennenlernen hier. Weil die Holly wird halt das Leben gerettet vom Abraham. Wer ist das? Er entscheidet, ob ihr bleiben könnt oder gehen müsst. Das ist anders als in der Serie. Wow, da ist er. Geil. Und dann habe ich ja die 3-Sterne-Michonen gegen Zombies als Anführer, weil sie 16% kritischen Schaden macht. Und hier haben wir 24 jetzt mit drin. Was super ist. Das heißt 8% mehr für jedes nächste, was kommen wird. Und ein paar Ausbilder, womit ich sie höher machen kann. Das ist auch vollkommen okay. Schön. Schön, 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 schön. Gefällt mir. Damit haben wir den dritten Akt beendet. Das war's. Irgendwas stimmt hier mit der Frame gerade nicht. Keine Ahnung, warum das hier so ruckelt. Achso, ich wollte euch die Weltkarte noch zeigen. Keine Ahnung, hier stimmt irgendwas ganz gewaltig gerade nicht. Keine Ahnung. Dann sage ich mal, bis demnächst, euer Chojin.